Guten Tag und herzlich willkommen, liebe Teilnehmer. Wir freuen uns ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, an unserem heutigen Webinar teilzunehmen. Im heutigen Seminar zum Thema Rechenzentren, die Hidden Champions der digitalen Infrastruktur, wollen wir Sie über Hintergründe und Zielstellungen der Normenreihe DIN EN 50600 informieren. Das Webinar wird etwa 40 Minuten dauern. Dazu begrüße ich den heutigen Referenten zu diesem Thema, Herrn Thomas Wegmann, der der Experte in der DKE für das heutige Thema ist. Hallo Thomas. Guten Morgen, Henriette. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Thomas Wegmann studierte Nachrichtentechnik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Er ist seit 1990 als Normungsmanager bei der DKE, Deutsche Kommission Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik in DIN und VDE auf internationaler, europäischer und nationaler Ebene für Themen der IT-Normung in Fach- und Lenkungsgremien verantwortlich. Die Normreihe EN 50600 über Rechenzentren hat er als Zenelec-Sekretär im zuständigen TC 215 von Stunde 0 an maßgeblich gefördert und begleitet. Nur noch ein paar Worte zu meiner Rolle. Ich bin Henriette Boos und ich werde heute Ihre Moderatorin sein. Ich selbst bin Mitarbeiterin seit 2010 bei der DKE und dort für die Themen Normungsroadmaps zuständig. In meiner Funktion als Moderatorin werde ich Sie heute durch diese Veranstaltung führen. So, damit habe ich zunächst alles gesagt. Ich übergebe jetzt an Thomas und ich freue mich auf ein spannendes Webinar. Ja, wir reden heute etwa 40 Minuten lang über das Thema Rechenzentren. Und ich möchte versuchen, Ihnen kurz darzustellen, warum reden wir eigentlich über Rechenzentren? Was ist das, ein Rechenzentrum? Wie kommen wir dazu, Rechenzentren zu normen? Und dann natürlich die spannende Frage, welchen Ansatz verfolgen wir bei dieser Normungsaktivität? Denn, wie Sie aus dem Titel sehen können, es gibt inzwischen eine Normenreihe für Rechenzentren. Nun, jeder benutzt Rechenzentren und kaum einer weiß es. Das zeigen diese Bilder, glaube ich, sehr eindrücklich. In den letzten Jahren hat die Nachfrage nach Rechenzentrumsdienstleistungen sehr stark zugenommen, insbesondere durch die privaten Nutzer. Also jedermann, der heute mit Mobiltelefonen unterwegs ist, mit Smartphones, ist es gewohnt, dass er zu jeder Tages- und Nachtzeit Informationen abruft, Bilder postet, sich in sozialen Plattformen bewegt. Und das hat zu einem massiven Ansteigen der Daten und der gespeicherten Informationen geführt. Sie sehen hier die Prognose aus dem Jahr 2012. Das weltweite Speicherdatenvolumen ist hier dargestellt und vorhergesagt bis zum Jahr 2020. Und dort wird die riesige Anzahl von 40.000 Exabyte, Exabyte ist eine Zahl mit 18 Nullen, vorhergesagt, also eine gigantische Anzahl von Daten. Der Branchenverband Bitkom sagt, dass in Deutschland ca. 60.000 Unternehmen ein eigenes Rechenzentrum betreiben. Und da stellt sich doch die Frage, was ist es eigentlich, ein Rechenzentrum? Oder anders gefragt, was haben die folgenden Bilder, die ich Ihnen jetzt zeige, gemeinsam? Ein Bergwerk in Norwegen, ein Bankgebäude, ein Stahlcontainer, der im Meer versenkt wird, ein in Beton gegossener Flugzeugflügel, ein fensterloser Quader und dieser Container, der da am Baukran hängt. Nun, alle diese Hüllen, sage ich mal, enthalten Einrichtungen und Infrastrukturen, die wir mit dem Begriff Rechenzentren beschreiben können. Da stellt sich also die Frage, was ist denn ein Rechenzentrum wirklich? Da kann man dann ein bisschen googeln und Definitionen suchen und findet beispielsweise im Gabler Wirtschaftslexikon die Aussage, das ist eine organisatorische Einheit, die diese Rechen- und Serviceleistungen zentralisiert anbietet. Ein anderer sagt, das ist ein Dienstleistungsunternehmen oder eine Abteilung eines Unternehmens.
Es ist ein Ort, eine zentrale Lagerstätte, in dem virtuell oder physisch Daten gespeichert, verwaltet, verarbeitet werden. Komplexe Räumlichkeiten und Einrichtungen. Eine zentrale Einrichtung zur Ausführung umfangreicher Berechnungen im Rahmen der Datenverarbeitung. Ja, und wenn ich jetzt Manager eines Energieversorgungsunternehmens wäre, würde ich sagen, Rechenzentren sind Großverbraucher von Elektrizität. Wir haben hier eine Darstellung des Energieverbrauchs von Rechenzentren seit 2010. Der steigt kontinuierlich an. Ende 2015 waren sie bei etwa 12 Terawattstunden pro Jahr. Und in den nächsten 10 Jahren wird ein weiterer Anstieg des Elektrizitätsverbrauchs prognostiziert, was einfach daran liegt, dass die Nachfrage nach Rechenzentrumsdienstleistungen ständig steigt. Wir haben also guten Grund, uns mit dem Thema Rechenzentren zu beschäftigen. Hier sehen Sie ein etwas älteres Bild, das aus den USA stammt, das aber sehr symptomatisch ist. Schon Anfang dieses Jahrzehntes war eine gewisse Zweiteilung festzustellen. Aus diesem Bild kann man erkennen, dass weniger als 1% der Rechenzentren von Unternehmen betrieben würden, die 50% etwa der Server besitzen. Das sind also die großen Tiere der IT-Branche, die jeder kennt, die in der Regel über ein qualifiziertes Personal verfügen, das genau weiß, was es tut, wenn es ein Rechenzentrum plant oder baut. Aber die andere Hälfte, die über 90% oder 99% der RZ-Betreiber, die nicht professionell jeden Tag damit umgehen, sondern die ein Rechenzentrum oder das, was sie dafür halten, einfach als Bestandteil ihres Unternehmens brauchen, das ist die große Masse derer, die in der Regel nicht so recht weiterkommt, wenn technische Probleme auftauchen. Dieser Trend zur Industrialisierung der RZ-Branche geht weiter. Sie sehen hier ganz neue Zahlen. Ende 2016 berichtet die Synergy Research Group, dass wir etwa 300 sogenannte Mega-Rechenzentren auf der Welt haben. Das sind Rechenzentren, die nicht nur wegen der schieren Fläche, die sie anbieten, besonders herausstechen, sondern auch wegen der Netzwerkarchitektur, die dort verwendet wird, den Trend Open Source Tools einzusetzen und ein sehr hoher Grad an Softwareautomatisierung. Die Prognose ist, dass diese Mega-Rechenzentren, die Engländer sagen Hyperscales, in 2 Jahren auf 400 ansteigen werden. Knapp die Hälfte davon ist wieder in den USA zu finden. Diesen Trend der Industrialisierung sehe ich einen gewissen Gegentrend, der letztlich durch das Internet of Things zustande kommen wird. Im Internet of Things oder Deutsch Internet der Dinge werden wir eine massive Verschiebung der Rechenleistung vom Kern des Netzes an den Rand erfahren. Man spricht da von Edge Computing und meint damit, dass eine hohe Anzahl von Daten und Rechenleistung direkt am Ort der Sensoren anfallen wird und dort mit kleinster Latenz auch verarbeitet werden muss. Stellen Sie sich vor, intelligente Verkehrssteuerung, autonome Autos oder Kraftfahrzeuge, die entsprechende elektronische Hilfsmittel enthalten, die kommunizieren innerhalb von Gruppen von Fahrzeugen und regeln den Verkehr autonom. Diese Datenverarbeitung muss unmittelbar am Rand der Autobahn erfolgen und kann nicht irgendwo in Island oder Norwegen oder Alaska erfolgen. Wir sehen also in gewissem Maße eine Zweiteilung der Branche. Auf der einen Seite eine Konzentration auf immer größere Dienstleister, die Rechenzentrumsfläche anbieten und verkaufen oder vermieten. Auf der anderen Seite den Bedarf an relativ kleinen, dezentralen, lokalen Einheiten, die ähnliche Funktionen haben. Ja, man kann sich jetzt fragen, kann man ein Rechenzentrum denn überhaupt normen, wenn es so unterschiedliche
Anforderungen gibt wie ein Unternehmensrechenzentrum, Kollokation, Hosting. Forschungsrechenzentren haben ganz andere Bedürfnisse als die Netzbetreiber. Wir haben einen Bedarf an mobilen Rechenzentren, temporär aufgebauten Rechenzentren, die wir gesehen haben, eine Fülle von Möglichkeiten, die sich in der Praxis im Detail unterscheiden. Allerdings kann man auch feststellen, jedes Rechenzentrum weist grundlegende Gemeinsamkeiten auf und genau diese kann man sehr wohl normativ erfassen. Hier sehen Sie mal exemplarisch die typischen Infrastrukturen in einem konventionell aufgebauten Rechenzentrum, also einem Rechenzentrum, das klassisch in einem Gebäude untergebracht ist. Da finden wir nicht nur den Serverraum, was jeder sofort mit dem Thema Rechenzentrum verbinden dürfte, sondern wir sehen die ganzen Infrastrukturen drumherum, die benötigt werden, dass diese Server ihre Arbeit tun können. Das ist die Stromversorgung selbstverständlich, Klimatechnik, in der Regel ein Kontrollraum oder eine Leitwarte, bis hin zu den ganzen Sicherungsanlagen, über die Zugangskontrolle, über Alarmanlagen, über Feuermeldeanlagen, über Brandlöschsysteme. Eine Fülle von elektrotechnischen und zum Teil auch nicht typisch IT-lastigen Infrastrukturen, die nötig sind, damit ein Rechenzentrum überhaupt funktioniert. Wer mit dem Thema Rechenzentren ein bisschen zu tun hat, wird eine Fülle von Dokumenten und Vorschriften kennen, die Details, die Einzelheiten, die Produkte oder Teilsysteme von Rechenzentren behandeln und sich deshalb die Frage stellen, wozu brauchen wir eigentlich noch eine Norm über Rechenzentren? Nun, der springende Punkt hier ist, die meisten der hier auf der Folie dargestellten Unterlagen sind adressiert auf Teilaspekte des Themas, zum Beispiel Verkabelung, Blitzschutz und so weiter und so fort. Was bisher aber fehlte, ist eine ganzheitlich formulierte Norm, die sämtliche Aspekte des Rechenzentrums adressiert. Und genau das haben sich die Autoren der IN 50600 auf die Fahne geschrieben. Wir haben ja heutzutage das Phänomen von konvergierenden Technologien und können nicht mehr im System, im Komponentenansatz verbleiben, sondern müssen systemisch denken. Wir haben hier also eine europäische Designnorm vor sich, die alle Einrichtungen und Infrastrukturen eines Rechenzentrums betrachtet und damit einhergehend Aussagen zu betrieblichen Prozessen, zur Energieeffizienz und auch zum Energiemanagement macht. Entwickelt wurde diese Norm auf europäischer Ebene bei CENELEC, einer der drei anerkannten europäischen Normungsorganisationen. Ein wesentlicher Ansatz in der Norm ist ein geschäftsorientierter Designansatz. Das heißt, der Anwender dieser Norm wird aufgefordert, sich zuerst zu überlegen, was ist denn mein Geschäftszweck, welche Verfügbarkeit brauche ich. Daraus kann er ableiten, welche physischen Sicherungseinrichtungen und welche auch Energieeffizienzeigenschaften muss ich denn zugrunde legen. Und danach kann der Planer dann entscheiden, welche Art von Infrastruktur, in welcher Ausführung sollte man realisieren. Natürlich haben wir uns lange überlegt, ab wann ist ein Gebilde mit IT-Infrastrukturen ein Rechenzentrum. Das Normungsgremium hat nach langer Diskussion beschlossen, eine Definition zu schaffen, die unabhängig ist von der physischen Ausführung, sondern die sich auf die funktionalen Charakteristika ausrichtet, die unabhängig vom konkreten Einsatzzweck gültig ist und damit allgemein gültig ist, egal in welcher äußeren Hülle diese Infrastrukturen zu finden sind. Das sehen Sie an der hier wiedergegebenen Definition aus dem Teil 1 der Norm, eine relativ komplex formulierte Beschreibung, die genau das wiedergibt, was ich Ihnen gerade mit eigenen Worten geschildert habe. Extrem ausgedrückt, auch die Anwaltskanzlei mit drei PCs und einem Server und einem Internetrouter und vielleicht noch einem kleinen Batteriesatz betreibt letztendlich auch ein Rechenzentrum. Nur ist den meisten Leuten das
von der Funktionalität her gar nicht bewusst. Aber auch in der Anwaltskanzlei ist ein großes Problem, wenn diese Rechner ausfallen und nicht zur Verfügung stehen. Hier sehen Sie, wie wir die Normen aufgebaut haben. Die Idee ist ganzheitlich, man soll alles unter einem Dach finden. Und das symbolisiert dieses Bild. Der Teil 1 der Norm führt in die allgemeinen Konzepte ein und verteilt sich dann auf drei Säulen. Ganz links sehen Sie 5 Normen, die sich mit dem Thema Design des Rechenzentrums befassen. Da geht es um die Gebäudekonstruktion, um die Stromversorgung, um das Thema Regelung der Umgebungsbedingungen, also Klimatechnik und Ähnliches. Eine Norm zum Thema der IT-Verkabelung. Nicht nur die Server adressiert, sondern auch alle anderen Infrastrukturen beinhaltet. Und das große Thema Sicherungsanlagen von Brandmeldeschutz bis hin zu Zutrittskontrollen. Die mittlere Säule beschäftigt sich dann mit dem Betrieb des Rechenzentrums, das heißt mit dem Management, mit den Prozessen, die erforderlich sind, ein Rechenzentrum vernünftig, zweckgemäß zu betreiben, mit der erforderlichen Ausfallsicherheit und Dienstezuverlässigkeit. Und diese Säule bildet quasi die Brücke zwischen dem Design-Ast links und dem Ast rechts, der überschrieben ist mit Kennzahlen. Wenn man Prozesse implementiert und die Verfügbarkeit eines Rechenzentrums untersucht, dann muss man das auch irgendwie messen können. Und dazu werden eine Reihe von Kennzahlen definiert, die derzeit vor allem unter der Überschrift Energieeffizienz stehen. Unterfüttert wird das Ganze dann mit einer Reihe von technischen Berichten, die empfohlene Praktiken und Leitfäden adressieren. Charakterisieren kann man die Reihe EN5600 wie folgt. Wir haben es hier erstmals geschafft, eine europäisch harmonisierte Norm mit ganzheitlich formulierten Aussagen zum Thema Rechenzentren zu schaffen. Und der Leserkreis, der Anwenderkreis ist ganz bewusst auch an alle Personen gerichtet, die irgendetwas mit dem Thema Rechenzentren zu tun haben. Es beginnt letztendlich beim Eigentümer oder Investor oder Betriebsleiter, geht über sämtliche beratenden Ingenieure und Planer inklusive der Architekten und endet bei den Installateuren und bei dem Personal, das vor Ort das Rechenzentrum instand hält und betreibt. Durch die Definitionen, die insbesondere in Teil 1 gefunden wurden, bieten wir mit dieser Norm auch eine gemeinsame Sprache zur Verständigung zwischen diesen unterschiedlichen Gewerken. Denn in der Praxis ist es häufig so, dass der IT-Techniker den Klimatechniker oder den Menschen, der mit der Stromversorgung zu tun hat, nicht oder nur teilweise verstehen kann. Und dadurch entstehen in der Praxis viele Missverständnisse und Probleme, die zu unnötigen Verzögerungen oder Störungen führen. Allen Vertragspartnern, die mit Rechenzentren zu tun haben, also beispielsweise dem Planer, dem Berater, dem Lieferanten, werden zu allen wesentlichen Aspekten entsprechende im Konsens festgelegte Anforderungen und Empfehlungen zur Verfügung gestellt, mit denen sie ihr Tagesgeschäft erledigen können. Somit füllen wir eine bisher im formalen Normenwerk existierende Lücke. Und als Add-on sozusagen können wir feststellen, dass diese Normenreihe gerade unter dem Aspekt der Energieeffizienz und Ressourceneffizienz unter einem europäischen Normungsmandat erstellt wird. Das heißt, eine gewisse Anerkennung des europäischen Gesetzgebers genießt. Wenn Sie fragen, was sind denn die Hauptvorteile dieser Norm für mich als RZ-Verantwortlichen, dann würde ich sagen, ganz elementar für einen RZ-Verantwortlichen Investor ist es, die Balance herzustellen, die zwischen der Verfügbarkeit einerseits und den Kosten für diese Infrastrukturen andererseits herzustellen ist, um dem Geschäftszweck des Unternehmens gerecht zu werden.
Also man möchte ja nicht mit Spatzen auf Kanonen schießen, sondern man möchte die ausgewogene Balance finden zwischen geeigneten Designanforderungen, um ein technisches Ziel zu erreichen, und das auf Produkt- und technologieneutrale Basis gestellt, auch unter dem Gesichtspunkt der Kostenoptimierung. Sämtliche Fachingenieure und Planer und die Architekten beziehen wieder ganz bewusst mit ein, kommen ein in sich stimmiges Normenpaket, das alle Einrichtungen und Infrastrukturen des Rechenzentrums betrachtet, auf Basis bekannter, anerkannter Designprinzipien, sodass schon zum Zeitpunkt der Planung und der ersten Vorüberlegungen alle Bereiche zusammen an einem Tisch sitzen können und einig sind, worüber man spricht. Damit verbunden ist natürlich auch eine Aussage, was diese Normen nicht sein sollen oder können. Ganz wichtig war den Autoren, dass wir hier kein Lösungshandbuch für alle Lebenslagen schreiben, denn dann würden wir nie fertig. Die Autoren haben sich also darauf konzentriert, alle wesentlichen Aspekte zu erfassen und in der ersten Ausgabe dieser Normen nach dem berühmten 80-20-Ansatz zu fahren, alle wichtigen Punkte erfassen, im Bewusstsein, dass bei der ersten Ausgabe eines solch komplexen Normenwerkes möglicherweise ein paar kleinere Punkte nicht ganz zufriedenstellend berücksichtigt werden können. Auf jeden Fall werden in dieser Norm keine Spezialfälle oder Sonderlösungen dargestellt, sondern das Ziel ist es, die Grundprinzipien darzustellen, die einen weit gefassten Rahmen von normkonformen Realisierungsmöglichkeiten anbieten und damit die verschiedenen Anwenderbedürfnisse zufriedenstellen können. Und daraus folgt selbstverständlich, dass das Erscheinen dieser Normenreihe nicht zur Arbeitslosigkeit sämtlicher Fachplaner führt. Ganz im Gegenteil. Eine sorgfältige Planung und kompetente Realisierung ist das A und O. Und die Normen der Reihe EN50-600 sollen alle beteiligten Experten in diesem Thema unterstützen, schneller, zielgerichtet ihre optimale Umsetzung erreichen zu können, die für ein Ergebnisprojekt erforderlich ist. Lassen Sie mich ein paar Aussagen zu den allgemeinen Konzepten machen. Wie gesagt, in Teil 1 haben wir zuerst eine gewisse gemeinsame Sprache gebildet. Sie finden im Teil 1 der Norm dann auch Aussagen über die Bereiche und Flächen, die entweder exklusiv nur in Rechenzentren auftreten oder die in Mehrzweckgebäuden durchaus mit anderen Nutzern geteilt werden können. Beispielsweise Eingangsbereiche, Bürobereiche und Ähnliches. In vielen Fällen ist ein Rechenzentrum ja Bestandteil eines Unternehmensgebäudes, in dem Verwaltung, Entwicklung, Management untergebracht sind und dann irgendwo ein gewisser Bereich für die IT vorherrscht. Es werden allgemeine Planungsprinzipien und Grundsätze erläutert und ganz besonderer Wert wird darauf gelegt, dass man einen Designansatz wählt für sein Projekt, das ganz klar den Geschäftszweck im Fokus hat. Dazu ist es erforderlich, eine Geschäftsrisikoanalyse durchzuführen. Was bedeutet es, wenn mein Rechenzentrum mal eine Stunde oder einen Tag steht? Ist das tolerabel oder ist das unternehmenskritisch? Gefährde ich meine Kundenbeziehungen, wenn ich nicht erreichbar bin? Ein weiterer Aspekt ist die Betriebskostenanalyse. Viele Leute vergessen beim ersten Aufschlag, nämlich bei der Planung, die Folgekosten im laufenden Betrieb. Auch das ist natürlich zu berücksichtigen. Und in neuerer Zeit wird immer stärker, auch seitens des Gesetzgebers, der Finger auf den Punkt Ressourcen- und Energieeffizienz gelegt. Ich erwähnte vorhin ja schon, dass
auch der europäische Gesetzgeber großen Wert auf Energieeffizienz im Bereich der IT legt. Und beispielsweise seit einigen Jahren den sogenannten Code of Conduct for Data Centers hat. Ein Schema, bei dem sich Rechenzentrumsbetreiber freiwillig beteiligen können und jährlich kommunizieren, wie sie ihre Energieeffizienz verbessert haben. Auch dazu bieten die Normen der Reihe EN50600 entsprechende konkrete Vorgaben und Empfehlungen. In solchen Designansatz kann man dann die entsprechenden Parameter ableiten, die für die Realisierung eines Rechenzentrums erforderlich sind. Es geht sowohl auf die Frage, welche Verfügbarkeit meiner Infrastrukturen möchte ich haben, welches Schutzbedürfnis auf der anderen Seite habe ich, sei es gegen externe Einflüsse wie Brand oder Einbruch, sei es gegen unbefugten Zutritt zu gewissen Räumen. Und wie gesagt, das Thema Energieeffizienz. Daraus leiten wir dann ab entsprechende Designrichtlinien für alle Infrastrukturen und Einrichtungen. Dazu definiert die Norm 4 sogenannte Verfügbarkeitsklassen, die Sie auf dieser Folie prinzipiell dargestellt sehen. Verbal beschrieben von geringen Anforderungen bis sehr hohe Anforderungen klassifiziert oder etwas griffiger in Klassen 1, 2, 3, 4 dargestellt, die mit jeder Klasse höhere Anforderungen zu erfüllen haben. Dieses Prinzip der Verfügbarkeitsklassen gilt sowohl für die Norm zum Thema Stromversorgung, für das Thema Klimatechnik und auch für das Thema Kommunikationsverkabelung. Je höher Sie also in der Klasse sich einsortieren, desto umfangreicher, desto komplexer, damit auch desto teurer wird letztendlich die Infrastruktur, die Sie realisieren möchten oder müssen. Einen etwas anderen Ansatz haben wir beim Thema Schutzklassen. Der trifft auf den Teil 2-5 zu. Dort geht es um die Sicherungsanlagen. Hier ist elementar zu unterscheiden oder zu charakterisieren, welche Schutzbedürfnisse habe ich als RZ-Betreiber. Beispielsweise Schutz vor nicht autorisiertem Zugang. Auch hier gibt es dann 4 Schutzklassen mit aufeinander aufbauenden und immer schärfer werdenden Anforderungen. Das ist auch ganz logisch für die Praxis. Wir haben natürlich im öffentlichen oder halböffentlichen Bereich, zum Beispiel im Besucherbereich eines Gebäudes, ganz andere Anforderungen als sozusagen im Allerheiligsten, in diesem Fall im Rechenzentrum. Jedes Unternehmen muss sich gut überlegen, welche Mitarbeiter oder welche Personen, ganz allgemein gesprochen, sollen oder dürfen in welchem Bereich eines Gebäudes oder einer Infrastruktur sich aufhalten. Darf also der Entwicklungsingenieur einfach zum RZ-Leiter vor Ort gehen und am Server ein Kabel umstecken? Normalerweise nicht. Das sagt einem zwar der gesunde Menschenverstand, aber in der Praxis stellt man immer wieder fest, dass hier zum Teil sträfliche Leichtsinnigkeiten begangen werden, die dazu führen, dass der Rechenzentrumsbetrieb gestört oder unterbrochen wird. Das Gleiche gilt für alle anderen möglichen Ereignisse, die den Rechenzentrumsbetrieb stören können. Ein ganz wichtiger Ansatz ist hier natürlich auch das Thema Brandschutz, das heißt interne Feuer, Erkennung und Vermeidungsmaßnahmen. Auch hier gibt es eine Klassifizierung. Eine Fülle weiterer interner oder vor allem auch externer Ereignisse, die auf ein Rechenzentrum zukommen können, kann die Norm im Detail nicht adressieren. Sie kann nur darauf hinweisen, dass solche Punkte je nach Standort des Rechenzentrums im Rahmen einer Risikoanalyse ermittelt werden müssen. Und je nach Ausmaß der potenziellen Gefährdung müssen dann individuelle Vermeidungsmaßnahmen ergriffen werden.
Kommen wir zum letzten Punkt, Energieeffizienz. Schon Lord Kelvin, der erste Präsident der IEC, hat bekanntlich gesagt, if you can't measure it, you can't improve it. Das heißt, wenn ich mein Rechenzentrum evaluieren möchte, beispielsweise im Hinblick auf die Ressourceneffizienz, dann muss ich entsprechende Kenngrößen ermitteln, in der Regel durch Messung, um dann beurteilen zu können, wie gut bin ich oder wo kann ich mich verbessern. Diesen Zweck müssen natürlich die entsprechenden Infrastrukturen vorhanden sein. Wenn Sie in Ihrer ganzen RZ-Infrastruktur keinen Platz für Messgeräte vorgesehen haben, haben Sie im laufenden Betrieb ein großes Problem, entsprechende Daten zu erfassen. Deshalb empfiehlt die Norm, dass man sich bezüglich der Ressourceneffizienz überlegt, welchen Detaillierungsgrad an Daten möchte man im Betrieb erfassen. Dazu werden drei Niveaus angeboten, die auf einer sehr einfachen Stufe pauschale Aussagen erlauben, im Niveau 2 detaillierte Informationen für bestimmte Teilbereiche und Infrastrukturen erlauben und in der höchsten Stufe granulare Daten für jedes einzelne Element bis hin zu jedem einzelnen Server erfassen können. Welches Niveau für Ihren Zweck erforderlich und sinnvoll ist, muss auch bei Planungsbeginn festgelegt werden. Und auch hier spielt wieder die Betriebskostenanalyse eine Rolle, mögliche externe regulatorische oder gesetzliche Anforderungen. Viele Länder kommen mehr und mehr auch in diesem Bereich mit gesetzlichen Vorgaben. Oder ein Unternehmen hat beispielsweise einen internen Code of Conduct. Wir möchten als Unternehmen XY ein grünes Image haben, gegenüber unseren Kunden darstellen können, dann tut man das beim Rechenzentrum auch in Form von entsprechenden Nachweisen. Diese Folie fasst die ersten 7 Normen zusammen, die in den letzten 5-6 Jahren erarbeitet wurden. Wir sehen das hier chronologisch von den allgemeinen Konzepten über die Gebäudekonstruktion, Stromversorgung, die Klimatechnik, die Telekommunikationsverkabelung, die Sicherungssysteme bis hin zum Management und Betrieb. Damit haben wir also insbesondere die linke Säule des Bildes, das ich Ihnen vor ein paar Minuten gezeigt habe, abgedeckt und auch die mittlere Säule Management und Betrieb ist in erster Ausgabe verfügbar. Sie erinnern sich, wir hatten auch noch eine rechte Säule, nämlich die Kennzahlen. Diese werden unter der Normennummer 50600-4-X veröffentlicht. Und hier sind gerade Ende letzten Jahres die ersten 3 europäischen Normen ratifiziert worden. Und die Übernahme als DIN-Norm ist eingeleitet. Wir werden im 2. Quartal diesen Jahres die entsprechenden DIN-Normen auch für diese Aspekte zur Verfügung stellen können. Daneben gibt es seit 2016 auch einen technischen Bericht, der sich mit empfohlenen Praktiken für das Energiemanagement beschäftigt. Die Basis dieses Dokumentes ist der EU Code of Conduct for Data Centers. In diesem Schema gibt es ein Dokument, das nennt sich Best Practices, in dem verschiedene Einzelmaßnahmen beschrieben werden, was man tun könnte, um an gewissen Stellen das Rechenzentrum zu optimieren. Dieser Code of Conduct, Best Practices, ist 1:1 übernommen in das Benelec-Dokument. Wir haben hier also den Schulterschluss zwischen der europäischen Normung und den Aktivitäten der EU-Kommission, die vom Joint Research Center in Mailand durchgeführt werden. Weitere Technical Reports zum Thema umweltbezogene Nachhaltigkeit sowie ein Leitfaden zur Anwendung der Normenreihe sind derzeit in Erarbeitung. Ja, wenn ich zusammenfassen darf, das Thema Rechenzentren ist in der Vergangenheit stark ein Thema für eine Handvoll von Spezialisten gewesen und die breite Öffentlichkeit bis hin zur Politik hat überhaupt nicht wahrgenommen,
welche Bedeutung Rechenzentren für die moderne Informationsgesellschaft haben. Das ändert sich gerade massiv, insbesondere vor dem Hintergrund der Reduktion von CO2-Emissionen und der begrenzten Ressourcen. Im Energiesektor sind auch energieeffiziente Rechenzentren das Gebot der Stunde. Mit dieser Normenreihe verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz, der sich an alle Anwender und Personenkreise richtet, die mit Rechenzentren zu tun haben. Wir stellen hiermit erstmals eine europäisch abgestimmte Normenreihe zur Verfügung, die inzwischen auch weltweites Interesse erregt. Und diese Arbeit wird, ich betone es nochmals, unter einem EU-Mandat erstellt, das das Thema Energieeffizienz beinhaltet. Die ganzen Arbeiten werden sehr stark aus Deutschland getrieben und unterstützt. Die eigentliche Initiative zur Normung dieses Themas kam seinerzeit auch aus Deutschland und wurde dann bei Zenelec im TC 215 sehr schnell aufgegriffen und von einer Reihe von europäischen Ländern mit begleitet. Aber nachdem wir nicht nur das Sekretariat des TC 215 in Deutschland haben, sondern auch den zuständigen Arbeitsgruppenleiter für die EN 50600 mit einem deutschen Experten besetzen, kann ich sagen, wir setzen deutsche Qualitätsstandards und Vorstellungen europaweit durch. Ja, damit wäre ich fast mit meinen Ausführungen am Ende für dieses Webinar. Ich hoffe, ich konnte mit dieser ganz kurzen Einführung, die selbstverständlich nur an der Oberfläche kratzen kann, Ihr weitergehendes Interesse an dieser Normenreihe geweckt. Und wenn dem so ist, dann möchte ich Sie auf der letzten Folie auf zwei unserer Angebote hinweisen. Zum einen haben wir ein Einsteigerpaket geschnürt aus diesen Rechenzentrumsnormen. Sie sehen hier einen Link zur Webseite des VDE-Verlags. Da können Sie sich bei Interesse informieren. Und der zweite Punkt, oder der letzte hier auf der Folie, ist mir ganz besonders wichtig. Wenn Sie tieferes Interesse an den Inhalten der EN 50600 haben, dann lade ich Sie herzlich ein, sich auf unserer Webseite zum Tagesseminar anzumelden, das wir am 31. Januar in München veranstalten werden. Noch sind Plätze frei. First come, first serve. Ich würde mich freuen, den einen oder anderen Zuhörer dann Ende Januar in München begrüßen zu dürfen. Damit herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ich habe eine Frage gesehen, die lautet, von wie vielen Rechenzentren werden diese Normen denn angewendet? Da tue ich mich offen gestanden sehr schwer. Wie gesagt, wir haben in Deutschland ungefähr 60.000 Unternehmen, die Rechenzentren betreiben. Was ich aus dem Feedback nur sagen kann, ist, die Aufmerksamkeit für diese Normenreihe hat sich in den letzten 9 bis 12 Monaten drastisch erhöht. Und wenn Sie heute eine Fachzeitschrift aufschlagen, die sich mit Rechenzentren-Themen beschäftigt, dann wird in fast jedem Artikel heutzutage die EN 50600 zitiert oder erwähnt. Ich sehe gerade, da ist noch eine Frage eingegangen. Und zwar wird bei dem Thema Verfügbarkeit von Rechenzentren auch das Thema Überspannungsschutz betrachtet. Kannst du dazu noch was sagen, Thomas? Ja, das Thema Überspannungsschutz gehört in den Teil 2.2, Stromversorgung. Das ist einer der vielen Teilaspekte, die der Planer, der Betreiber individuell betrachten muss. Ein Kriterium oder ein Charakteristikum dieser Normenreihe ist selbstverständlich auch, das hätte ich vielleicht schon früher sagen sollen, nachdem wir hier einen Systemansatz verfolgen, haben wir großen Wert darauf gelegt, die Welt nicht neu zu erfinden, sondern wo immer vorhanden bestehende Produkt- oder auch Teilsystemnormen zu zitieren. Wir werden also in der EN 50600 eine Fülle von Verweisen auf schon vorhandene Dokumente finden. Damit stellen wir sicher, dass
keine Widersprüche bestehenden Produktnormen auftauchen und sie ihre gewohnten Festlegungen wiederfinden. Die können wir im Zuge eines ganzheitlichen Ansatzes natürlich nicht im Detail Inhalt füllen. Dann würden wir ein Buch schreiben, mit dem wir nie fertig werden und das mindestens 5 oder 6 Millionen Seiten hätte. Okay, also ich kann jetzt keine weiteren Fragen mehr hier sehen. Dann danke ich dir nochmal, Thomas. Danke Ihnen natürlich auch fürs Zuhören. Ja, dann möchten wir uns an dieser Stelle verabschieden und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag und ja, bis hoffentlich bald mal wieder.